Hallihallo und willkommen zu meinem Blitzcrank Guide. Wir schauen uns an, was wir an Runen mitnehmen müssen, Masteries. Und zuerst möchte ich aber noch kurz darauf eingehen, was sich in diesem Patch bei ihm geändert hat. Und zwar wurde er ein bisschen genervt. Blitzcranks Cooldown auf die Ulti wurde von permanent 30 Sekunden auf stufenweise 60, 40, 20 erhoben bzw. gesenkt im Late Game. An sich aber ein Nerf, da wir als Supporter die hohen Level eh nur selten sehen. Dann haben wir eine kleine Anpassung am Q und am E, also das Q zieht den Gegner nicht mehr in Blitzcrank, sondern 75 Einheiten vor ihn, also kurz vor ihm. Das E hat nun eine wesentlich kürzere Zeit, wo es aktiv ist, von 10 Sekunden auf 5 Sekunden, also 50% Reduzierung. Auf der anderen Seite kann das aber nicht mehr unterbrochen werden, also der verstärkte Angriff von der geladenen Faust kann nicht mehr unterbrochen werden, was an sich eine nette Sache ist. Gehen wir aber jetzt zum interessanten Teil, und zwar den Runen. Hier gehen wir mit den roten Runen 9x Flat Attack Damage, damit wir die Gefährlichkeit, die wir am Anfang mitbringen, noch ein bisschen verstärken. Das E verdoppelt ja unseren Angriffsschaden bzw. unseren nächsten Schlag, und dann haben wir hier ein bisschen mehr Attack Damage, um das noch mehr zu boosten. Auf den gelben Runen geben wir Flat Armor. Wir könnten hier auch Leben nehmen oder Scaling Leben. Ich persönlich nehme aber meistens Armor mit, da es einfach die solidere Variante ist. Bei meinen blauen Runen nehme ich ein bisschen Magieresistenz mit fürs Early Game und ebenfalls fürs Early Game eigentlich auch ein bisschen Mana, damit wir öfter grabben können bzw. unsere Passive, unser Schild ein wenig verstärkt ist. Auf den Quintessenzen nehmen wir Movement Speed mit, ganz einfach deswegen, damit wir komplett im Spiel ein bisschen mobiler sind und uns öfter positionieren können für einen Grab. Blitzcrank wird ganz gerne nur auf sein Q reduziert, und das ist auch seine stärkste Spielweise. Man muss die Gegner in brenzlige Situationen bringen. Und wenn wir uns schneller bewegen können, können wir es schaffen. Kommen wir zu den Masteries, und hier gehen wir Resolve runter bis zu Strange of the Ages, damit wir ein bisschen mehr Leben haben und unsere Tankiness, die wir im Laufe des Spiels erlangen, noch ein bisschen verstärken können. Auf keinen Fall sollten wir Bond of Stone nehmen, denn falls ein Verbündeter Schaden bekommt, würden wir in den Kampf gezogen werden, ohne es zu wollen. Also sind Cloud Rakes und Mobility Boots im Endeffekt nutzlos. Auf dem Weg nehmen wir Tankiness mit, Runic Armor wegen dem Shield-Effekt, da wir eben über unsere Passive ein Shield haben. Und im Verlauf des Spiels wird diese Mastery stärker sein als das Flat Health. Restliche Punkte gehen in Cunning, Kekse, Mana-Regeneration, Gold-Regeneration. Standard. Nun stellen wir uns noch die Summoner-Frage, was wir neben Flash mitnehmen, und ich persönlich nehme gerne Ignite mit, da ich eigentlich aggressiv spielen möchte am Anfang und uns den Early-Vorteil rausholen. Blitzcrank ist generell ein Early-starker Charakter und fällt im Late-Game ab, da es im Late-Game nicht mehr so viel nützt, wenn wir jemanden grabben. Das Team reagiert dann besser auf so einen Grab, beziehungsweise man hat nicht unbedingt Möglichkeit, das gut auszuspielen. Auf der anderen Seite, Exhaust wäre auch vollkommen okay, man darf sich hier entscheiden, so wie man spielen möchte. Werfen wir einen Blick auf die Skill Order, und hier gibt es eigentlich wenig Variation. Wir fangen mit dem Q an, nehmen als zweites das E und als drittes das W, da wir mit einer Q-E-Kombination Level 2 auf der Botlane schon ziemlich viel machen können. Mit diesen zwei Skills eigentlich schon das Gefährlichste an Blitzcrank haben. Insgesamt skillen wir das Q komplett hoch, um den Cooldown zu reduzieren. Als zweites das W, denn wenn wir das W aktivieren, bekommen wir wieder einen Speed Boost, und diesen müssen wir nutzen, um in bessere Positionen zu kommen bzw. den Gegner in schlechte. Zuletzt gilt es, den Item Build zu klären. Wir fangen als Tank Support an, das heißt Relic Shield, Refillable Potion und Warding Trinket. Im Late Game nehmen wir dann ein paar Mobility Boots mit, ein Face of the Mountain, ein Iron Solari und ein Frozen Heart. Diese vier Items sind unser Item Kern, mit dem haben wir 40% Cooldown Reduzierung und können so oft grabben, CC'en, unser Team einfach supporten. Das Ganze wird dann abgeschlossen mit einem Sidestone und Pink Wards, beziehungsweise im Late-Late-Game CC Rod Portal für die Split-Pushs. Nun gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Erfolg in-game und bis demnächst. Tschüss Gemüse!